So, es geht weiter. Tartona und Sargnägel, ihr seid jetzt Geschichte bei Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der solchen Unterhaltung. So, nachdem wir ja letztes Mal das Hassrätsel des Ravenite gelöst haben, zumindest aus seiner Kindheit, es kommt noch ein anderes Rätsel, was noch um Ecken schlimmer ist, sind wir jetzt kurz davor, hier diesen Dungeon anscheinend zu beenden. Wir haben schon, glaube ich, den finalen Raum gesehen, aber wir gehen jetzt erstmal hier nach oben, denn hier ist ein Speicherplatz. Das sollten wir auch mal machen. Im normalen Spiel würde man auch kein Save State setzen können, deswegen sollten wir hier auch nochmal speichern. Ja, der sollte erstmal verschwinden, dieser Grianus-Verschnitt oder Sargnagel oder weiß der Geier. So, also gehen wir jetzt hier durch. Mal gucken, was jetzt hier ist. Iris! Ich bin hier, Iris. Der Spiegel der Wahrheit befindet sich hinter dieser Tür. Wenn deine Gefühle für Maxim echt sind, wirst du dich im Spiegel sehen können. Eine Sekunde! Zuerst möchte ich noch wissen, was du Maxim fragen wolltest. Was Maxim für dich und du für ihn empfindest. Liebt ihr euch wirklich? Meine Gefühle für Maxim sind echt. Maxim, wie steht es mit dir? Wollen wir reingehen, Selan? Ja! Okay. Dann wollen wir doch mal schauen, was da jetzt bei rauskommt. Warum schiebst du die beiden in diese Richtung? Wer bist du? Ich bin Ati. Du bist ein Elfe, nicht wahr? Ja, ich lebe länger als ein Mensch und spüre Dinge, die ein Mensch nicht spüren kann. Hm. Würdest du bitte meine Frage beantworten? Ich schiebe sie nirgendwo hin. Ich will nur die Wahrheit wissen. Die Wahrheit? Ja, die Wahrheit. Es ist meine Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Okay. Jetzt gehen wir also zum Spiegel. Das ist also der Spiegel der Wahrheit? Hm. Maxim, es tut mir leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Selan, du vertraust mir, oder? Natürlich tue ich das. Ich vertraue dir auch. Ich bin nur hier, weil Iris etwas gesagt hat, dass... Es ist witzig, ich vertraue den Worten meiner geliebten Frau. Und trotzdem beunruhigen mich die Worte einer Fremden. Hm. Selan, selbst wenn du nicht im Spiegel zu sehen bist, vertraue ich dir trotzdem. Oh, danke, Maxim. Es tut mir so leid, ich hätte es wissen müssen, du hattest recht. Ich hatte mein Vertrauen in dich verloren, falls du nicht im Spiegel zu sehen gewesen wärst. Wie absurd. Ich vertraue dir natürlich mehr als diesem mickrigen Spiegel, Selan. Ja, schön. Lass uns zurückgehen, Maxim. Ich weiß jetzt, was ich für dich empfinde. Entschuldigung, dass ich störe, aber... Es sind Monster im Anmarsch. Komm schnell zurück. Die beiden sind zu sehen. Also scheinen sie wirklich echt zu sein. Die Gefühle. Sie sind im Spiegel zu sehen. Und ja, wir müssen jetzt gegen Eisdrachen kämpfen. Ja, ich denke mal, Eisdrachen sind anfällig gegen Feuer. Da wir aber keine Feuerangriffe haben, werden wir wohl oder übel mit Phönix angreifen, mit Selan und Ati. Denn Eisdrachen sind ja bekanntlich kalt. Und die werden wir jetzt erstmal ein bisschen zum Schmelzen bringen. Ich hoffe, es bringt was. Joa, ordentlich. Ordentlich. Aber der Schaden von dem ist auch nicht ganz einfach. Kältehauch? Nein, ne? Nicht doch. Also die Gegner werden von Mal zu Mal stärker von deinem Taschen. Frost fährt auch noch hinterher. Ich glaube, das war's für Maxim. Nicht so schön. Maxim kommt gar nicht zum Angriff. Naja. Oh doch, er kommt noch zum Angriff. Aber wir werden Ati auf jeden Fall gleich benutzen, um uns zu heilen. Er sollte keinen Feuerzauber mehr machen. Er sollte sich aufs Heilen konzentrieren. So. Maxim, schlag zu. Sehr wohl, jawohl. Ach ja. Das geht ja noch. Er braucht gar nicht heilen. Wir haben die Kinder besiegt und eine Götterfrucht erhalten und Ati ist aufgestuft. Super. Der Spiegel ist zerbrochen, aber wir haben... Das war ja einfach. Wir haben ja gesehen, dass die beiden sich gespiegelt haben. Aber der Spiegel ist zerbrochen. Hm, der kann wohl nicht mehr benutzt werden. Ich denke, das ist schon in Ordnung so. Übrigens, was ist jetzt mit euch beiden? Habt ihr euch im Spiegel gesehen? Wir haben es uns anders überlegt. Nicht wahr, Maxim? Genau. Schade. Wo wir gerade bei Spiegeln sind. Ich sehe Iris gar nicht mehr. Stimmt, wo ist sie? Die Monster haben sie nicht erwischt, oder? Ach ja, das weißt du ja nicht. Sie ist sehr stark und sie hat mächtige Zauber. Monster können ihr nichts anhaben. Tatsächlich? Sind ihre Zauber wirklich so stark? Sie ist irgendwie seltsam. Sie taucht ganz plötzlich auf und ist genauso plötzlich wieder weg. Hm. Lass uns zurück in das Dorf gehen. Ja. Okay. Die beiden scheinen sich noch näher gekommen zu sein. Nein, sie waren sich schon immer so nahe.
Okay. Was passiert jetzt? Hä? Das ist doch Iris. Was macht sie da? Meine Mission ist beendet. Sie baut den Spiegel wieder auf. Und was zur Hölle werden wir da jetzt zu sehen bekommen? Ist ja noch nicht ganz fertig. So. Was zum? Das ist doch... Ist das nicht diese Erim? Es gibt kein Zurück. Nur wenn einer von ihnen nicht mehr ist, da werden wir die Antwort erfahren. Ist es nicht so, Arek, mein Gebieter? Sie ist also Erim? Das war das, was mir auch damals wieder in die Erinnerung gekommen ist. Sie scheint diese Erim zu sein. Und wir können uns jetzt quasi aus dem Dungeon verabschieden. Selan, Flucht. Sehr schön. Und zurück ins alte Dorf zurück. Denn ich habe keine Lust zu wandern. Ab nach Burina, ja. So. Rein ins Dorf. Einmal ins Inn. Und heilen. Schön. Haben wir das auch wieder gemeistert. Aber ich bin froh, dass ich dieses Rätsel weg habe, Leute. Ehrlich. Also... Ich weiß nicht, was rausgekommen wäre, wenn ich da jetzt wieder mehrere Stunden dran gehockt hätte. Eigentlich so schwierig war es jetzt ja, war es jetzt auch gar nicht. Ich habe gesehen, dass euer Schiff tauchen kann. Damit könntet ihr eventuell geheimnisvolle Unterseestadt erreichen. Was genau ist diese Unterseestadt? Ich habe nur davon gehört, aber es soll Wesen geben, die unter Wasser leben. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, fragt den Dorfältesten Shudder. Fahrt nach Westen. Okay. Also haben wir jetzt erfahren, wo wir als nächstes hin müssen. Nämlich nach Shudder. Im Westen. Gut. Also, fahren wir doch mal. Tü-tü-tü. Das scheint hier zu sein. Nee, hier ist der Turm. Weiter nach Westen. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Ah. Okay. Okay. Sind wir jetzt in Shudder? In Shudder. Wir gehen aber erstmal hier in die Läden. Mal gucken. Ob hier ist hier irgendwo Geschäfte gibt. Da ist eins. Geschäft, Geschäft, Geschäft. Rein da. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie tolle Waffen. Mal schauen. Ruf mich, wenn ihr euch etwas entschieden habt. Ja, haben wir. Megaschwert. Bomber. Riesenaxt. Leute. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde mich nicht alles leisten können. Ist das ärgerlich. Ja, den Zirkonstab. Rüstung. Okay, da ist nicht alles so wichtig. Einmal die Eisenjacke. Die Geistesmütze. Die Runenkralle nochmal. So, die Gruppe ist ausgerüstet. Wir haben alles. Doch, alles hinbekommen. Aber ich glaube, es gibt keine neuen Zauber hier. Hoffe ich zumindest. Für mich jetzt. Weil, das Geld geht mir aus. Nee, hier ist auch kein Magieladen. Sehr schön. Also. Der Älteste ist nach Süden gegangen. Er versucht, den Vulkan zu stoppen. Mein unmögliches Unterfangen. Ich sah einen großen Drachen nach Süden fliegen, als aus seinem Maul schossen Flammen. Ja, sei froh, dass er nicht das Dorf angegriffen hat. Sieht so aus, als würde der Vulkan bald ausbrechen. Großväterchen hat gesagt, dass wir den Drachen bald besiegen müssen, oder die Stadt ist verloren. Ja, das sollte wirklich dann passieren. Angeblich lebt im Vulkan ein grausamer Drache. Dieser Drache ist die Inkarnation des Feuers. Man sagt, er sei der Feuerdrache der Hölle. Das ist nicht so schön. Wohlgemerkt. Gut. Ich würde sagen, schauen wir doch mal im Süden nach. Tü-tü-tü. Okay, ein Eisdrachen. Die kennen wir ja jetzt mittlerweile. Und die sind immer noch so stark wie vorher. Leute, das muss doch nicht sein jetzt. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Ja. Ich hoffe nur, dass dieser Ort nicht der Ort ist, von dem ich befürchte, dass er es ist. Er ist es. Ich glaube, er ist es wirklich. Da ist eine blaue Kiste. Was ist sonst noch hier so zu finden? Zwei Eingänge. Ein Hochgang. Drei Eingänge. Na gut, Tü-tü-tü. Ich glaube, hier gibt es das nächste Rätsel, was mich damals immer zum Verzweifeln gebracht hat. Bin mir aber nicht so sicher, was das angeht. Hier ist der Ausgang. Okay. Hier wird man also wieder hin teleportiert. Gehen wir mal hier rein.
Monster. Werden später gemacht. Gucken wir uns mal den dritten Eingang an. Was uns hier erwartet. Schlüsseltür. Also müssen wir in diesen Raum mit den Monstern. Na gut, hier also. Wie stark diese Monster sind. Was wir in diesem Kampf noch, was wir in diesem Dungeon noch alles erleben werden und ob es mein Hass-Dungeon ist, finden wir beim nächsten Mal vielleicht schon raus bei Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrous. Bis dahin spart der Raven halt nimmer mehr.